Ja, jetzt übernehme ich kurz die Moderation. Einige kennen mich. Mein Name ist Beate Reiske. Ich komme von der TU Hamburg und ich vertrete zusammen mit Pascal Becker das deutsche DSpace-Konsortium seit 2018. Und wir werden gleich einen kurzen Einblick darüber geben, was hat sich bei DSpace seit dem letzten Anwendertreffen, noch heißt es Anwendertreffen, getan. Ich würde aber gerne vorher noch einmal ganz also sehr, sehr Pascal Becker danken, weil Michele hat gerade gesagt, wir haben eine tolle Community, seit 2017 kennt er sie und es geht aber eben noch weiter zurück. 2014 hat Pascal Becker damals noch an der TU Berlin das ganze Anwendertreffen auf die Beine gestellt, die Community wieder reaktiviert und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren wirklich eine ganz tolle Gemeinschaft aufgebaut, die sich nicht nur untereinander unterstützt, sondern gemeinsam eben auch, dass die DSpace-Entwicklung weltweit voranbringt. Das waren so kurz die Worte am Anfang. Und wir würden jetzt gerne mit unserem Bericht zu den DSpace News 2021 anfangen. Wir wechseln uns ein bisschen ab und wir beginnen mit der DSpace Governance, die eigentlich dazu dient, die ganze Entwicklung von DSpace voranzubringen. Vielen Dank, Beate. Genau, wir fangen an mit der DSpace Project Governance. Die DSpace Project Governance ist die Vertretung des Projektes, ist die Steuerung des Projektes. Da geht es darum, wie kommen wir als weltweite Community gemeinsam zu Entscheidungen, zu Beschlüssen, wie reagieren wir auf Entwicklungen, wie treffen wir Entscheidungen für die Software. Es gibt da im Wesentlichen zwei Gruppen. Das eine ist die DSpace Leadership Group, das andere ist die DSpace Steering Group. Die DSpace Leadership Group trifft alle strategischen Entscheidungen zu DSpace. Es gibt öffentliche Protokolle der Sitzung der DSpace Leadership Group im DSpace Wiki. Und in den letzten Jahren ist die Anzahl der Mitglieder der DSpace Leadership Group ziemlich gewachsen. Die wird gewählt von den Mitgliedern jeweils für ein Jahr. Und je nachdem, in welchem Level die Mitglieder Mitglied sind, gibt es dann eine gewisse Anzahl von Vertretern. Und je mehr Mitglieder es gibt, desto mehr Vertreter gibt es bei dem derzeitigen Modell. Dazu kommen zwei Mitglieder der Community at Large. Damit ist gemeint, dass die Institutionen, die aus verschiedenen Gründen sich vielleicht nicht finanziell direkt in der Community beteiligen können, trotzdem repräsentiert sein sollen in der Community und eingeladen werden, von der Leadership Group jeweils für ein Jahr Mitglied der Leadership Group zu sein. In 2021 und 2022 hatten wir jetzt über 20 stimmberechtigte Mitglieder und dazu kommen zu jedem Treffen nochmal Beraterinnen und Berater, vor allem von Lyrasis, die an den Treffen teilnehmen, sodass wir Treffen haben mit so einer Gruppenstärke von 25 bis 30 Personen. Kommt langsam in einen Bereich, wo es schwer wird, diese Treffen effizient durchzuführen und Diskussionen wirklich zu führen. Und da ist die Frage aufgekommen, wie wollen wir darauf reagieren? Und das ist der Grund, warum ich heute über dieses Thema spreche. Zeitgleich muss man sagen, auch wenn die Gruppe immer größer wird, sind das alles Menschen, die sich für DSpace engagieren, in der Leadership Group, in Working und Interest Group, in der Außenwirkung, in Projekten, in Ideen, die sich einbringen und die sich einbringen wollen. Und das ist ja genau das, was wir in der Community haben wollen, weswegen wir eigentlich glücklich sind über eine große Leadership Group. Auf der anderen Seite müssen wir diese Treffen irgendwie durchführbar halten. Und da stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Ehe ich zur Antwort komme, möchte ich kurz etwas zu DSpace Steering Group sagen. Die DSpace Steering Group besteht aus 9 Personen. Das ist festgelegt auf 9 Personen und das wird auch nicht mehr, nur weil mehr Institutionen Mitglied für DSpace werden. Jedes Jahr werden 3 Personen von der Leadership Group für 3 Jahre gewählt. Das heißt, wir haben eine starke Kontinuität drin. 6 Personen bleiben drin, 3 werden vielleicht wiedergewählt oder neu gewählt in die Steering Group. Bislang sollte die Steering Group die strategische Ausrichtung von DSpace vorantreiben, das jährliche Budget vorbereiten und Entscheidungen der Leadership Group vorbereiten. Das heißt, die Steering Group hat bislang keine Entscheidungen getroffen, sondern hat Dinge für die Leadership Group vorbereitet. Wir haben eine große Leadership Group und eine kleinere Steering Group, die dafür aktiv die Dinge vorantreiben sollte. De facto muss man sagen, dass gezieltere Diskussionen in der Steering Group aufgrund der Größe einfach möglich waren, feste, übersichtliche Gruppengröße. Dass alle Mitglieder der Steering Group bislang auch aus der Leadership Group kommen und dass viele Themen in der Leadership Group einfach von der Steering Group wirklich übernommen wurden und dann fortgesetzt worden sind. Das ist nicht so überraschend, wenn man sieht, wir haben hier 9 Personen, wir haben eine andere Gruppe, die hat ein bisschen mehr als die Hälfte, 22, 23 Personen im Moment. Natürlich gibt es da eine gewisse Übernahme der Themen und zeitlich wächst diese zweite Gruppe aber so an und hat aber diese zu Recht diese Entscheidungsgewalt,
die Entscheidung letztlich treffen zu müssen. Da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Dazu wurde eine DSpace Governance Working Group eingesetzt. Das sind 4 Personen, die sich dazu getroffen haben. Ich habe da mitgearbeitet, mitgewirkt. Und was wir erarbeitet haben, die ist noch nicht ganz fertig, die Working Group, aber wichtige Entscheidungen sind schon getroffen worden und auch schon umgesetzt worden. Was wir entschieden haben, ist, dass die DSpace Leadership Group sich nicht mehr monatlich trifft, sondern quartalsweise, dafür die Treffen aber nicht eine, sondern 2 Stunden dauern. Das heißt, wir haben uns mehr Zeit für die einzelnen Treffen genommen, die Treffen aber insgesamt über das Jahr gesehen ein wenig ausgedünnt. Die DSpace Steering Group trifft sich weiterhin monatlich, aber auch etwas länger als vorher. Und wir haben eingeführt, dass die Steering Group Entscheidungen treffen darf, damit nicht alles der Leadership Group vorgelegt werden muss und nicht alles der Leadership Group durch und abgewunken werden muss. Und vor allem, damit wir in der Lage bleiben, Entscheidungen schnell zu treffen und nicht bis zum nächsten Leadership Group Meeting warten zu müssen. Wir wollten dafür sorgen und haben dafür gesorgt, dass die Leadership Group weiter das Gremium ist, das die Entscheidungen trifft und die Macht behält, weil in dieses Gremium die Personen gewählt werden. Die Leadership Group trifft weiter Informationen, hat das Recht bekommen, oder die Steering Group muss die Leadership Group über alle getroffenen Informationen informieren. Und die Leadership Group kann dann darauf reagieren und kann die Steering Group und die Entscheidung im Zweifelsfall überstimmen. Es gibt einen Mechanismus, wie Sitzungen einberufen werden können zu aktuellen Entscheidungen der Steering Group. Und das bedeutet, wir haben jetzt etwas aufgestellt, bei der wir in der Lage sind, in der Leadership Group eine größere Menge an Personen zu haben, die Entscheidungsgewalt in der Leadership Group zu haben und trotzdem Entscheidungen, die unstrittig sind, klare Entscheidungen in der über die Leadership Group abzusichern. Es gibt weitere Aufgaben der Project Governance Working Group. Eine Aufgabe ist das sogenannte MOU, Memorandum of Understanding. Das MOU dient dazu, das Verhältnis zwischen DSpace und Lyrasys zu klären. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie wirken wir zusammen? Wer hat welche Aufgaben? Lyrasys, muss ich hier kurz einführen, ist eine amerikanische Non-For-Profit-Organisation, ist das Organizational Home von DSpace. Das bedeutet, Lyrasys gibt der DSpace Community den rechtlichen Rahmen. Wir brauchen eine Organisation, die in der Lage ist, rechtliche Verträge einzugehen, zum Beispiel um Server zu mieten oder Personen anzustellen, die dann für die DSpace Community arbeiten. Und diese Aufgabe übernimmt Lyrasys. Das MOU entspricht nicht mehr dem, was gelebt wird, das MOU, das wir bislang hatten. Und deswegen muss es vereinfacht und überarbeitet werden. Und der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist, in dem neuen MOU, Decisions about the DSpace Program are made by DSpace Governance with significant input and guidance from the Lyrasys executive staff and the DSpace community. Das bedeutet, die DSpace Governance, die Leadership und Steering Group, wie ich sie gerade vorgestellt habe, sind diejenigen, die die Entscheidungen für das DSpace Programm, für die DSpace Community treffen. Und dabei selbstverständlich eng zusammenarbeiten mit unserem Organizational Home, Lyrasys. Über das neue MOU ist gestern in der DSpace Leadership Group abgestimmt worden, gestern Abend, und es ist einstimmig angenommen worden. Beate wird mit dem anderen großen Thema weitermachen. Das Thema wird sich heute durchs ganze Anwendertreffen ziehen. Das ist, denke ich, das, worauf alle gespannt warten. DSpace 7, die neue Version. Beate, bitte. Genau. Die ganze Governance dreht sich ja eigentlich darum, dass wir ein Produkt entwickeln, was DSpace heißt, was nachhaltig unsere Repositorien-Software unterstützt. Und da gibt es verschiedene Herausforderungen, die sich im Moment der Governance stellen. Und das ist vor allem die beauftragte Softwareentwicklung für 7.0. Also wir hatten in der Vergangenheit eine Entwicklung, die sich vor allem auf freiwillige Basis bezogen hat. Und wir haben eben gemerkt, dass DSpace 7 ein so großes Projekt ist, dass es da eigentlich koordinierte und bezahlte Softwareentwicklung geben muss. Das heißt, das bedeutet, dass die Sicherstellung der Finanzierung ein ganz wichtiger Punkt ist und eben überhaupt das Geld an Land zu ziehen. Das sind dann die Punkte Fundraising und außerdem gibt es ein Kreditangebot von Lyrasys, wenn das Geld nicht reichen sollte. Das musste bisher aber noch nicht in Anspruch genommen werden. Dazu gehört, und das haben Sie oder ihr ja auch in der Vergangenheit ein bisschen mitbekommen, auch die Priorisierung der Entwicklung. Also was soll denn jetzt zunächst umgesetzt werden, um möglichst bald zu einem releasefähigen Ergebnis zu kommen? Weiter gehört dazu natürlich der Punkt Kommunikation und Marketing. Also DSpace 7, jeder kennt das, ist ewig angekündigt, aber eben noch nicht verfügbar.
Also da muss man eigentlich auch sagen, warum ist das so und warum lohnt es sich zu warten? Und die nächste Herausforderung, die kommen wird, wenn wir DSpace 7 veröffentlicht haben, ist der Aufbau der Community Contributions. Im Moment ist es ja dazu gekommen, weil das alles in Entwicklung ist und vor allem die Service Provider sehr viel Know-how haben, dass wir als Anwender und Anwenderinnen gar nicht so viel beitragen können. Das muss sich ab 7 wieder ändern. Und letztendlich, wir reden nicht nur über 7, sondern es geht auch um die Weiterentwicklung und auch hierzu bedarf es einer Strategie. Wie sieht es im Moment aus? Also letztes Jahr haben wir uns im März getroffen und gehofft, dass vielleicht innerhalb von 2020 DSpace 7 veröffentlicht werden wird. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht der Fall gewesen, sondern wird erst demnächst stattfinden. Der nächste Vortrag von Oliver Goldschmidt wird sich im Prinzip nochmal der ganzen Genese widmen. Aber nochmal ganz kurz, also um die Transparenz für DSpace klar zu machen, gab es einen gestuften Beta-Release-Prozess. Jedes Release war mit planbaren Features versehen und seit 1.2. wird auch eine bezahlte Entwicklung wird eingesetzt. Das ist schon mal ganz wichtig. Für heute oder morgen ist der Release von der Beta 5 geplant. Wer auf die Folien guckt, kann sich später auch nochmal die Links zu den einzelnen Release Notes anschauen. Dann zum DSpace 7, was ja jetzt demnächst kommt. Das ist die nächste Folie. Nach diesem Beta 5 Release heute wird ein Community Testathon stattfinden. Da wird Bram Luyten nachher noch ein bisschen erzählen, wie eigentlich die gesamte Community, also alle, die jetzt auch hier sind, mitmachen können. Und abhängig von den Bugs, die gefunden werden oder nicht gefunden werden, wird danach zeitnah das DSpace 7 Release 7.0 stattfinden. Also geschätzt 1-2 Monate nach dem Testathon, aber wie gesagt, das hängt von den Bugs ab. Es sind einige Features verschoben worden. Die werden erst in 7.1 oder 7.2 enthalten sein, um eben ein möglichst zügiges Release von 7.0 zu ermöglichen. Aber man kann die ganze Zeit dies bei 7 schon ausprobieren und im Anschluss an den Testathon wird es noch einen Vortrag von The Library Code, Entschuldigung, geben, eine Einführung in das Layout von DSpace 7 und einfach nochmal einen Eindruck, dass man schon so richtig hands-on machen kann und DSpace 7 ausprobieren kann. Das ist im Prinzip die Vorausschau. Nochmal kurz, 7.1 wird voraussichtlich bezahlte Entwicklungsarbeit geben. Wir haben eine Umfrage gemacht hier bei den deutschen Anwendern, welche Funktionen sollten enthalten sein und wie das mit 7.2 und der Finanzierung weitergeht, wird dann demnächst auch geklärt werden. Dann, wir haben noch 3 Minuten. Genau. Machst du mal weiter? Parallel, also wir reden hier über DSpace 7, aber eigentlich überlegen wir auch schon, wie soll es denn in Zukunft weitergehen? DSpace 7 sollte ja eigentlich so eine Art Feature-Freeze haben, sondern nur neue Technologie haben. Es gibt eine Working Group, an der ich auch beteiligt bin, die bis zum Juli 2021 eine Roadmap aufbauen soll. Also wie soll eigentlich DSpace 8 oder der Weg bis zu DSpace 8 gestaltet werden? Wer da nochmal schauen will oder Interesse hat, sich einfach bei mir melden. Und in Anbetracht der Zeit mache ich jetzt ganz schnell weiter. Und wir gehen jetzt weiter zu GDPR mit Pascal. Genau, GDPR, DSGVO auf Deutsch, Datenschutzgrundverordnung, ist in aller Munde in den letzten Jahren gewesen, vor allem in der Europäischen Union. Wir haben vom Konsortium aus dafür gesorgt, dass es eine Working Group zu dem Thema gab, 2019 und 20. Die hat Konzepte erarbeitet, sich mit dem Thema auseinandergesetzt, geschaut, wie das auf und zu DSpace passt, was in DSpace getan werden muss. Und die DSpace 7 Working Group hat das aufgegriffen und bereits umgesetzt. Nutzungsbestimmungen beim ersten Login, Cookie Preferences, Datenschutzerklärungen und Accounts, die endlich gelöscht werden können. Und das ist in 7.0 oder in der Beta 5 bereits drin und kommt direkt aus dem Konsortium heraus, muss man sagen. Ist eine direkte Auswirkung davon, dass es Konsortium gibt und dass wir uns direkt einbringen können. Dinge, die noch manuell gemacht werden müssen derzeit, ist vor allem der Export von Daten. Und das ist geplant oder angedacht für 7.1, wobei da im Moment an der Priorisierung noch gearbeitet wird. Ich möchte noch 2 Worte zum Support für DSpace 5 und 6 sagen, weil wir danach zu Recht immer wieder gefragt werden. Derzeitige Regelung der Community ist, es gibt Sicherheitspatches für die aktuellsten 3 Major Releases. Das bedeutet, DSpace 5 und 6 bekommen Sicherheitspatches, solange DSpace 8 noch nicht erschienen ist. DSpace 6, 7 werden Sicherheitspatches bekommen, bis DSpace 9 erscheint. Genau.
Es erscheint maximal ein Major Release pro Jahr. Das bedeutet, DSpace 6 wird unterstützt bis mindestens 2023, wahrscheinlich länger. Ich gehe nicht davon aus, dass wir wirklich das Major Release einmal pro Jahr jetzt gleich wiederbekommen werden. Aber das wird man sehen müssen. Das heißt, niemand ist dazu gezwungen, jetzt sofort auf DSpace 7 umzusteigen. Sie können sich DSpace 7 in Ruhe anschauen. Ich finde, es ist eine großartige Entwicklung, ein riesiger Schritt. Ich freue mich sehr darauf. Und ich denke, wenn Sie es gesehen haben, werden Sie auch demnächst das haben wollen und dahin gehen wollen. Aber zumindest gibt es auf jeden Fall die Zeit und die Ruhe für die gesamte Community, diese Schritte zu gehen, stückchenweise zu gehen und gemeinsam zu gehen. Ja, wir haben es jetzt manchmal ein paar Mal schon erwähnt. Also für die Entwicklung braucht es Geld, braucht es nachhaltige Unterstützung, braucht es die Unterstützung der Governance. Und wir haben in Deutschland das DSpace Konsortium Deutschland, was jetzt inzwischen, wir müssen jetzt sagen 34 Mal Danke, 34 Einrichtungen sind Member oder Teilnehmende des Konsortiums. Damit haben wir eine verlässliche Unterstützung oder Vertretung in der DSpace Governance und außerdem einen großen finanziellen Beitrag, den wir leisten können in die Entwicklung von DSpace. Ich möchte vielleicht ganz kurz sagen, wer jetzt seit dem letzten Mal neu dazugekommen ist. Das ist einmal ganz, ganz groß, das ist die nächste Folie, seit 1.7. die Fraunhofer Gesellschaft, die HAW Hamburg, die HCU Hamburg, die HSU Hamburg, also man sieht ganz, ganz viel Hamburg, und seit 1.1. auch die SOB Bremen und die Universität des Saarlandes. Wir haben auch schon die nächsten Beitrittskandidaten und auch schon mit der Unterschrift Universität Marburg. Zum 1.7. ist die nächste Beitrittsmöglichkeit und vielleicht ist es für Sie ja auch interessant. Und vielleicht mal ganz kurz noch, warum das DSpace-Konsortium für Sie interessant sein könnte. Wir sichern eben damit die Weiterentwicklung und den Erhalt nachhaltiger und vor allem herstellerunabhängiger Strukturen. Es gibt kein Vendor-Login. Wir können alles, was wir veröffentlichen, sofort nutzen. Wir vermeiden dadurch viele Abhängigkeiten im Bereich des wissenschaftlichen Publikations- und Forschungsdateninfrastrukturgemenges. Es ist immer klar, Open-Source-Software muss nachhaltig organisiert und finanziert werden. Und um das möglichst einfach zu machen, gibt es die Mitgliedschaft und die Beitragszahlung als einfache Dienstleistung der TU Berlin, die dafür nichts bekommt, sondern im Prinzip alle Kosten, alle Anwaltsgeschichten, alle Rechnungsabwicklung übernimmt. Und damit können wir gemeinsam und unabhängig von der Größe mit einer gemeinsamen Stimme aus Deutschland heraussprechen. Und dadurch ist auch die Möglichkeit eben, wenn ich nur eine ganz kleine Einrichtung bin, die sich gar nicht so viel leisten kann, eben auch dort teilzunehmen. Und die großen Einrichtungen, tendenziell bezahlen sie auch relativ viel Geld, eben abhängig von dem Einsatz von DSpace. Und ich denke, das ist ein ganz tolles Erfolgsprojekt, wo wir der TU Berlin und natürlich auch Pascal, der das initiiert hat, danken können. Das ist das DSpace-Konsortium, aber wir haben natürlich auch noch unsere große DSpace-Dach-Community, durchaus auch in Österreich und in der Schweiz. Und ich würde gerne einfach nochmal darauf hinweisen, wir haben unsere DSpace-User-Group. Viele sind im Konsortium, nicht alle. Wir haben die Repositorien im Dach, wo einige, glaube ich, auch hier vertreten sind, die eben nicht aus Deutschland kommen. Und wenn Ihr Repositorium da noch fehlt, schauen Sie einfach mal rauf, ist Ihr Eintrag aktuell oder fehlt Ihr Eintrag vielleicht sogar noch, weil das ist eine ziemlich wichtige Quelle, um eigentlich zu gucken, wer nutzt DSpace und wer ist wie ansprechbar. Ja, damit bedanken wir uns erstmal und sind jetzt noch kurz für Fragen offen. Heute um 16.30 Uhr findet das Konsortiumstreffen statt, für das es eine gesonderte Einladung gegeben hat. Da ist auch noch mal die Möglichkeit, gezielt Fragen zum DSpace-Konsortium zu stellen. Wir haben bislang im Frage- und Antwort-Tool keine Fragen. Ich sehe auch im Chat nichts. Und vielleicht könnte im Chat irgendwer mal schreiben, ob Sie in der Lage sind, Fragen zu stellen über das F&A-Tool. Genau, das ist ja immer so, dass die Moderatoren das selber nicht können, weil sie ja antworten. Super, das ist eine Testfrage. Vielen Dank. Sie sind auch in der Lage, Testfragen hochzuwerten. Die Links sollen wir im Chat posten. Die sind im Wiki alle drin. Schauen Sie bitte in das DSpace-Wiki einfach rein. Das haben Sie in der Anmeldung mitbekommen, die ich vorgestern per E-Mail geschickt habe, in den Informationen, wo das alles heute stattfindet, ist auch der Link zum Wiki drin. Dort sind diese Folien bereits drin mit Links. Genau, ich werde sie trotzdem noch mal währenddessen posten.
Ich habe jetzt Zeit. Gut, dann herzlichen Dank für die Fragen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.